Die ehemalige Wohnzimmertür wurde schon vor langer Zeit umgebaut und fand dann Verwendung als eine Art Kleiderhaken und Schuhregal. Da diese Tür aber nicht mehr für einen weiteren Eingang ins Wohnzimmer gebraucht wird und ich auch keinen Durchgang vom Flur ins Wohnzimmer möchte, muss diese Tür dicht gemacht werden. Die Türrahmen und die Tür selbst sind schon damals beim Bau des Hauses mit Massivholz errichtet worden. Dadurch ist aber gerade der Türrahmen wesentlich stabiler als neue Türen aus Vollspan. Eigentlich wäre es wesentlich leichter, die Türzarge mittig zu zersägen, aber da ich noch keine Kappsäge habe und mir auch nicht so sicher war, wo die Bretter jetzt vernagelt waren, fiel diese Option leider raus. Falls ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ich habe mich einfach für die primitivste Methode entschieden, rohe Gewalt. Einfach so lange mit dem Meißelhammer draufkloppen, bis irgendwas nachgibt. Überraschenderweise hat diese Methode sogar funktioniert. Ich habe dann einfach immer der Maserung entlang weggestemmt und konnte so Stück für Stück die Türzarge entfernen. Jedes einzelne Stück Holz habe ich dann vorerst in die Küche gebracht. Die Bodenplatte wollte ich eigentlich als Trittbrett für den Übergang noch nicht entfernen, aber leider ist diese dann gebrochen. The next morning. Um das Holz ofenfertig zu machen, wollte ich die Türstücke mit der Stichsäge zerkleinern. Nur der Akku und auch der Ersatzakku wollten leider nicht so ganz. Immer wieder musste ich zwischen den einigermaßen geladenen Akkus wechseln, um so die Bretter zu zersägen. Um mir die Wartezeit für das Laden des Akkus zu verkürzen, habe ich schon einmal die Nägel und Metallstücke an den Hölzern entfernt. Einzelne verbleibende Nägel werden dann einfach nach dem Verbrennen aus der Asche gefischt.